packen und das dann und Salz und das kann alles hier kurz mal rein, damit wir ein bisschen Platz haben. Irgendwie nimmt die Baustelle da unten ja gar kein Ende mehr. Gut, aber es muss eh gemacht werden. Wir müssen ja mal kochen. Wir müssen ja mal dazulernen. Ist der jetzt erwachsen oder ist der erst so erwachsen? Ach, warum denn so? So. Muss ich mich erst wieder daran gewöhnen. Dieses Vanilla-Spielen immer. Auch das raus, dann hier rein. Warum Faster? Achso, Faster war, wenn man das durchjagt. Genau. Sollten wir dann vielleicht auch nochmal zweimal durchlaufen lassen, so. Müsste nochmal einen Weg irgendwie hier hin machen. Wo waren wir denn? Wir waren oben, ne? Wir sind oben. Eieieiei. Die Achse ist natürlich auch gleich wieder breit. Gut. War nicht gut. Aber mit diesem Runtergehen, das gefällt mir. Dann könnten wir jetzt hier vielleicht einen Holzboden reinmachen. Einfach mal, damit man weiß, dass hier die Arbeitsfläche ist. Nehme ich den einfach mal mit weg. Was haben wir denn für Holz? Wir hätten noch dieses schöne Holz hier. Gibt den ganzen so einen arbeitsbereichmäßigen Touch. Ja, und ich denke mal, wir sollten noch eins weitergehen, dass wir hier wirklich eine größere Fläche für die Arbeit haben, ne? Bauen wir mal schnell noch eine Axt und dann nehmen wir die Wände da noch mal weg. Holz haben wir. Stickies reichen ja ganz genau für Ena. Ja, ich denke mal, das wäre okay, oder? Sieht das eher aus wie so ein kleines Pissbecken. So, pss, nein. Dafür wäre es schon wieder zu groß. So, Fackel, Fackel. Ja, nehmen wir es mal weg. Komm, was soll der Geiz? So, einmal der weg. Und hier kommt dann noch die Wand rein. Also sind es tatsächlich zwei Teile, die wir noch wegnehmen müssen. Na gut, mittlerweile wissen wir, dass es lange dauert und Ewigkeiten und dass sich das hier echt in die Länge zieht mit diesem schwarzen Granit. Aber wir haben es gleich geschafft. Gleich, gleich, gleich. Aber das würde doch viel besser aussehen, wenn ich hier jetzt den Boden noch habe. Ja, es wirkt doch ganz anders, oder? Das Einzige wirklich schade ist, dass hier dieser harte Granit sein muss. Na gut, wie ich euch schon sagte, ich habe ja hier die ganze Höhle mal so nebenbei abgerissen. Das lief ja nicht im Let's Play. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden das waren. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier nur einen kleinen Raum aushebe, wie lange das tatsächlich dauert, ne? Aber das sind halt Arbeiten, die gemacht werden müssen. Und wenn ich das alles in ein Haus oben machen würde,
Ja, das wäre ein Riesenhaus. Und am Ende viel zu übertrieben. Deswegen möchte ich das hier haben, weil hier habe ich wirklich Platz. Es war auch angedacht für Lagerfläche und so. Also warum soll hier nicht auch die Produktion für Lebensmittel drin sein? Wo wir schon so viel Platz hier unten haben. Und eine kleine Küche kann man sich ja immer noch im Haus machen, wo man sagt, hey, hier habe ich die wichtigsten Lebensmittel. Aber es muss ja alles produziert werden und zwischengelagert werden. Und das wäre denn genau hier. So, die Wand muss natürlich auch noch raus, weil da kommt ja auch noch andere Steine rein. Ich will nicht diesen schwarzen Granit hier haben. Ach so, wir sind dann auch schon draußen. Passt ja. So. Und dann muss natürlich auch noch diese Wand raus. Damit wir hier auch eine Wand drin haben. Oh, kommen wir da oben jetzt wenigstens raus, so wie das aussieht mit den Grünen da. Haben wir gleich hier noch eine Flutwelle drin. Nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nee, der kann ja bleiben, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier einmal rum mit dem Mangrovenholz. Das ist ein heller Raum. Ja, da oben kommt der hin. Schön, wie man sich so verbaut. Gut, ich muss es langsam angehen lassen, sonst verbaue ich mich jetzt hier permanent und das möchte ich nicht. Und hier machen wir das Gleiche. Dafür kommt hier. Oh, der war wieder zu hoch. Ups, der war zu tief. Super abwechslungsreich hier. Mal zu hoch, mal zu tief, mal zu breit. Weg, weg und weg. Was stehst du noch da? Denn den da oben noch mal schnell weg. Zack. Und der müsste ja hier auch mal weg. Weiß gar nicht, wer den da hingebaut hat. Sieht doch blöd aus, wenn der da raushängt. Der Raum gefällt mir schon besser als der da unter. So, dann machen wir hier oben Bruchstein rein, damit wir den gleichen Abschluss haben wie überall. Na, setz. Na. Ach komm, setz. Oh. Ach komm, setz dich dahin. So, du noch mal weg. Und dann machen wir hier noch die Karpfenecken überall rein und dann sieht das doch bestimmt gut aus. Sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen erstmal so. Die können da rein. 12, 4, 8, 12 könnte vielleicht reichen. Nee, reicht nicht, weil wir da 5 brauchen. Egal. Oh, zack. Nein. Da brauchen wir noch zwei Stück, aber wir machen vier, ne?
Einfach mal, damit wir zwei Ersatz haben. Wer weiß, wo man sie noch einsetzen kann. So. Und unseren guten Bruchstein. Sieht zwar dann wieder ein bisschen anders aus. Also kommt hier ein bisschen Abwechslung rein. Ja, das ist doch wunderbar, oder? Nun könnte man sagen, man nimmt mal hier eine Stufe weg. Haben wir die zufällig mittig? Bestimmt nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4 und du mal raus. Oh, das dauert ja Ewigkeiten. So. Und dann machen wir hier mal Karpner hoch. So, da, ne? Wenn wir die Blöcke jetzt benutzen, ja, macht er noch drei herauf. Dann haben wir so eine kleine Säule hier drin. Finde ich okay. So, kriege ich das jetzt abgehauen, ohne dass mir die ganze Säule bricht? Ja. Denn, wie sieht denn das aus, wenn wir hier, sag ich mal, zack machen? Machen wir mal noch ein paar Karpner-Treppen. Machen wir gleich noch mehr, damit wir Ersatz haben. So, dann könnten wir die hier so machen. So. Dann sieht es aus, als ob die Stütze wirklich was trägt. Aber will ich da die Steine, die gleichen Steine haben? Wir können sie ja mal ranmachen, mal sehen, wie das aussieht. Das sieht voll doof aus, oder? Ach, man kann es lassen, oder? Ja, nur der ganze Sand da oben ist natürlich blöd. Aus Karpnerblöcke können wir natürlich die Dinger auch nicht machen, weil dann würde oben kein nichts wachsen drauf. Wenn wir jetzt die nehmen und so und nein, nein, nein. Wenn die jetzt so ranmachen würden. Ich weiß nicht. Natürlich volle Verschwendung, nur für eine Decke. Aber wenn wir die jetzt noch in eine andere Farbe machen, dann würde vielleicht das in der Mitte gar nicht so schlecht aussehen. Warum jetzt so? Wahrscheinlich, weil er nicht dran hängt, ne? Ja. Gut, da müsste man ihn dann vielleicht ein bisschen ändern. Das würde wahrscheinlich sogar gehen. Müssen wir mal gucken. Es reichen natürlich die Karpnerblöcke nicht. Gut, die würde ich jetzt aber gar nicht weiß haben wollen, die Decke, sondern die müssen wir dann in eine andere Farbe machen. Wir haben jetzt natürlich überhaupt nichts mehr bei. Naja, Mangroven haben wir oben genug, ne? Dann machen wir daraus mal Stickies. Und wo haben wir die Karpner? Hier natürlich nicht. Karpner. Da irgendwo hier. So, 50 Stück sollten ja dann erstmal wieder reichen. So groß ist die Decke auch nicht. Dass wir da Probleme kriegen sollten. Wenn nicht, müssen wir uns tatsächlich noch Holz holen. Ja, und dann haben wir wenigstens diese Erdedecke weg. Erdendecke. Erdfarbene Decke.